Logbucheintrag Nummer 17, Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Anomalie ist weg, die Engines laufen. Es könnte fast nicht besser sein. Hätten wir nicht das Problem, dass wir durch die Explosion der Anomalie den Kontakt zu unserem Außenteam verloren haben. Außerdem fehlt immer noch ein Mitglied des Außenteams. Das Einzige, was wir jetzt rummachen können, ist rumsitzen und warten. Wie auf heißen Kohlen. Ich hoffe, sie melden sich bald wieder. Gut. Versuchen wir jetzt endlich wieder nach der letzten, bei der letzten Folge den Kumpel hier auszuschalten. Nein, wir können ihn... Ja. Tot in den ersten 30 Sekunden. So. Er soll ihn doch angreifen. Ich versuche das mal mehr mit Pausentaste zu machen. So, weg mit dem Ohr. Nein. Ups. Okay. Die Fähigkeit ist halt auch noch nicht aufgeladen. Ah. Bei dem anderen hat es geklappt, bei dem da klappt es jetzt wieder nicht. Kann ich mir mal kurz die Hints ansehen von Shadow. In order to the Shadow needs to quietly sneak up and hit him from behind. Ja. Hasch kann ich... Ah, okay, ich hab's kapiert. Wenn ich Hasch aktiviere, hört er mich nicht. Und ich kann es einfach so benutzen. Use of Hush, ja, verbraucht Energie von Shadow. Benutze diese Fähigkeit bewusst, weil du kannst nur durch das Töten von Gegnern diese Energie zurückholen. Okay. Hehehe, was mache ich jetzt? Sterben. Gut. Ich kann mich aber so nah an ihn ranwagen. Und genau. Willst du mich veralbern? Nicht auf ihn schießen.
Okay, ich muss mich mit Hilfe von Hash so nah an ihn ran bewegen, dass ich direkt in seinem Rücken stehe. So. Dann kann ich Hash deaktivieren. Ja. Okay. Ich bin fürs Erste wieder in Sicherheit. Quick Save. Hier hinten habe ich ja Glück, dass sie nicht patrouillieren und mich nicht sehen können. So. Und eigentlich sollte ich auch gucken, dass ich mit Hash den da ausschalte. Sonst ist der mir ein Dorn im Auge. Wenn der wieder zurückkommt. So. Gut, da ist ein Runenstein. Gott, wenn man in dieser Mission nicht speichern könnte. Wow. Gut. Schlecht. Ja. Schlecht. Ich habe nämlich die ganze Basis durch seinen Tod aufgeschreckt. Und das war dann wohl nicht so gut. Ich bin eigentlich neugierig. Ob da hinten noch was Besonderes ist? Aber da kann ich leider nicht
hinchargen von hier aus, weil der da im Weg steht. Okay. Das war knapp jetzt. Hoffe ich einfach mal, dass nichts ist. Gut. Es kommt auf jeden Fall keine Meldung, dass ich einen Stein verpasst habe. Oh. Hey, wait. You're definitely not a pirate. Please set me free. Shoot at the rope that holds the cage. The rope is thick. The shot has to be very powerful. Okay, I will help you. Thanks, but hurry up. No time to lose. Mhm. Wir haben jetzt neue Fähigkeit gekriegt wahrscheinlich. Power Shot. Ein tödlicher Schuss für die meisten Gegner. Er hat einen starken Impuls. Er braucht eine Weile, um sich vorzubereiten. Also ist es besser, auf einzelne Ziele, also isolierte Ziele zu schießen. Oder Ziele, die im Kampf verwickelt sind. Je größer der Rhombus auf das Ziel über dem on the guide in der Anzeige ist, umso mehr Schaden wird verursacht. Drück die Fähigkeit nochmal, um einen Schuss zu machen. Minimum Damage, Maximum Damage, okay. So, damit haben wir den da freigelassen, was immer das uns gebracht hat. How did you get here? I lost my caravan and was captured by pirates. They left me here to die. Wait here. I will clear the path. Mhm. Also ja, mit Shadow können wir jetzt richtige Hinterhaltangriffe machen, dank der Bogenfähigkeit. Es geht aber auch gleich schon weiter. Das war jetzt mal kurz nur ein Tutorial. Okay, mein erstes Opfer. Das war vielleicht nicht so gut. I see one of the power cells from my suit. I need to distract the enemies somehow. Eine Power Cell von seinem Suit. Ach, da drüben. I see one of the power cells from my suit. I need to distract the enemies somehow. Warum gehen die Schüsse immer daneben? Hm. Wie gesagt, neuer Zwerg. Vor allem der wahrscheinlich schwierigste Zwerg zum Spielen. Da es hier ja mehr auf Stealth und so weiter ankommt. I see one of the power cells from my suit. I need to distract the enemies somehow. Ich könnte mich darüber beamen.
power cells from my suit. I need to distract the enemies somehow. Okay, so kann ich sie nicht ablenken. So kann ich sie nur auf mich total aufmerksam machen, dass sie mich an die Gurgel wollen. I see one of the power cells from my suit. I need to distract the enemies somehow. Was passiert, wenn ich gegen so eine Säule schieße? Nichts. Macht nur jede Menge Krach. Ich könnte auf die da drüben schießen. Power cells from my suit. I need to distract the enemies somehow. Ja, das kennen wir ja jetzt bereits. Das hat nicht gesessen. Also ja, man merkt schon, das ist keine In-Combat-Fähigkeit, die wir hier benutzen. I see one of the power cells from my suit. I need to distract the enemies somehow. Ja, ich muss die beiden Energiezellen auf jeden Fall finden. So. One more power cell. I need to take it silently. So, was mache ich mit dem da? Ich könnte das so machen. Genau. One more power cell. I need to take it silently. Er spricht aber auch wirklich so, als ob er so ein eiskalter Killer wäre. So ein eiskalter Killer-Assassin. So, können wir mal den Stein zum Speichern nehmen. I need to take it silently. One more power cell. I need to take it silently. Okay, das haben die gehört. Ich versuche erstmal die Power Cell zu kriegen. Das dürfte einfacher sein. One more power cell. I need to take it silently. So. Ich mach mir einfach mal aus der Biege. Vielleicht verlieren sie dann meine Spur. Nein. Okay, es ist nicht ganz so einfach. Die Preisfrage ist halt zum Beispiel... Der sieht den da, aber der da sieht den da nicht so gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel den da angreife, kriegt der es mit.
Ja, die beiden kriegen das leider auch mit. Okay. Ich müsste wahrscheinlich erst den einen ausschalten und dann die beiden irgendwie wahrscheinlich so mit einem Double-Hit oder so ausschalten. Aber vorher... Abschluss, Logbucheintrag Nummer 17, Captain Kirk Beard. Immer noch keine Meldung von unserem Außenteam. Die einzige positive Nachricht, wir konnten mit dem wieder instand gesetzten Energieradar eine Energiesignatur orten, tiefer höher in den Höhlensystem. Wir hoffen, dass es sich dabei um das dritte Mitglied des Außenteams handelt, können aber nicht noch mehr dazu sagen im Augenblick. Kirk Beard, Ende.